Guten Morgen, meine Damen und Herren. Danke für die engagierte Begrüßung aus von beiden Lagern, von allen Richtungen. Es zeigt, dass dieser Parteitag schon wieder einer der Superlative ist, nicht der erste, wie wir wissen. Bremen war ein solcher und Bremen hat gezeigt, dass die Alternative für Deutschland entgegen allen Ansagen immer für Überraschungen gut ist. Und wenn ich deshalb als allererstes einen Wunsch an das Plenum heute richten darf, dass wir der Öffentlichkeit wieder einmal zeigen, dass wir auch ein solches Großevent, eine solche Großveranstaltung mit schätzungsweise 4000 Mitgliedern für einen Erfolg für die Alternative für Deutschland und damit für die deutsche politische Debatte werden lassen, meine Damen und Herren. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es, diesen Parteitag zum Erfolg zu führen? Wir schaffen es, indem wir bei allen Meinungsäußerungen, die wir hören werden, bei allen Reden, die wir beklatschen oder auch nicht beklatschen wollen, trotzdem das Signal für einen respektvollen Umgang miteinander zeigen. Und für diejenigen, die glauben, dass Lachen und Respekt sich nicht verträgt, die vergessen den Unterschied zwischen Lachen und Auslachen. Beides ist nämlich möglich. Meine Damen und Herren, ich habe Verständnis für alle, die hier sind, mit welcher Meinung sie auch hergekommen sind. Denn das macht ja gerade Demokratie aus, dass wir miteinander kontrovers streiten. Was es nicht ausmacht, ist, dass die Auseinandersetzung in den vergangenen Wochen und Monaten Grenzen überschritten hat. Grenzen der persönlichen Diffamierung, Angriffe unter der Gürtellinie und vieles andere mehr. Das haben wir nicht nötig, das sollten wir nicht fortsetzen. Was ich mir und hoffentlich wir uns alle nicht nur von diesem Parteitag, sondern der Zukunft der Alternative für Deutschland erwarten, ist, dass wir das vorleben, was wir vom politischen Gegner ebenfalls fordern. Eine harte, sachliche Debatte zu führen, mit dem Willen, kontroverse und unterschiedliche Meinungen auszuhalten. Denn wenn wir das intern nicht können, brauchen wir im Leben nicht daran zu glauben, dass wir es der politischen Öffentlichkeit in Deutschland beweisen werden und glaubhaft machen können. Ich habe gerade meinen Vorrednern aufmerksam zugehört und freue mich ganz besonders, Bernd, dass du Dank ausgesprochen hast. Ich bedanke mich auch bei den Bundesvorständen und den Mitgliedern, die vorzeitig aus dem ersten und dem zweiten Bundesvorstand ausgeschieden sind. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei allen, egal ob wir einer Meinung waren oder nicht. Bei denen, die sich vielleicht überfordert gefühlt haben mit dieser Aufgabe. Wir alle wissen, auch aus Landes- und Kreisvorständen, dass der Willen, ein Amt zu bekleiden und die Fähigkeit, dieses auszufüllen, nicht immer in Einklang zu bringen sind. Und das ist nicht schlimm, denn die allermeisten von uns, die Mitglieder in der AfD geworden sind, haben dies getan, ohne parteipolitische Erfahrung bei anderen Parteien. Und wenn es eins gibt, was die AfD so lebendig macht, dann ist es vermutlich genau diese spezielle Zusammensetzung, auf die wir stolz sein können. Ich habe mich doch über eins gefreut. Ich habe mich gerade gefreut darüber, dass offensichtlich auch du, Bernd, der Meinung bist, dass wir kein Ost-West-Problem haben. Das hat übrigens kein Ostverband jemals gesagt. Und selbstverständlich. Und selbstverständlich sollten wir in der Alternative für Deutschland nicht darüber reden, ob ein Verband rechts oder nicht zu rechts oder etwas anderes ist. Denn es ist gerade diese Terminologie, die wir beim politischen Gegner kritisieren und die das demokratische Klima in Deutschland zunehmend vergiftet.
möchte, wie die Ostverbände arbeiten, und für den Osten gilt das genauso in Bezug auf die westlichen Landesverbände, der sollte einfach hinfahren, der sollte die Fraktionen besuchen, ob in Hamburg oder in Dresden, ob in Potsdam oder in Erfurt, und gelegentlich vielleicht auf Landesparteitage von meinetwegen auch weit entfernten Landesverbänden zu gehen. Das, was die ausgestreckte Hand als Symbol ist, sollten vielleicht Austausche zwischen Landesparteitagen in der Praxis sein, damit wir uns untereinander besser kennenlernen. Das zumindest werde ich vorschlagen. Halten wir dann die zweifelsohne immer vorhandenen regionalen Unterschiede aus, und hören wir gerade, dass es offenbar auch beim Programm bei den Themen Familie, Euro, EU sind wir uns vielleicht nicht immer ganz so einig, was die Tragweite der Reformen und die Notwendigkeit angeht, ob wir den Grexit oder den Dexit fordern. Aber schauen wir das Programm insgesamt an, genauso zu sehen, keinen Rechtsruck dieser Partei erkennen. Also sollten wir ihn auch nicht herbeireden. Meine Damen und Herren, wer in Deutschland und Europa die Verkrustung der politischen Debatte in Phrasen und Worthülsen beklagt, und das haben wir ganz zu Anfang getan, und ich hoffe, viele von Ihnen tun es immer noch, dann müssen wir auch zugestehen, dass die öffentliche Debatte zunehmend totalitäre Züge trägt. Dass wir müssen zur Kenntnis nehmen und damit umgehen, dass Minderheitsmeinungen in unserem Land sehr schnell als rechts, nationalistisch, ausländerfeindlich, antisemitisch, und ich könnte jetzt die Liste mit den Vokabeln, die Bernd gerade gebracht hat, fortsetzen, dass diese Meinungen so diffamiert werden. Meine Damen und Herren, wenn das so ist, dann ist es doch geradezu fatal, in einer Partei, die sich alternativ nennt, genau diese Kampfbegriffe, so unscharf wie sie sind und so wenig definiert, selbst zu benutzen. Alternative für Deutschland ist es, diese Begrifflichkeiten kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls mit neuem Leben zu erfüllen oder eigene neue Begrifflichkeiten zu finden und nicht mit dem ausgedienten Vokabular der etablierten Parteien weiterzumachen. Ich habe mich oft gefragt, woher es kommt, dass viele von uns und leider eben auch viele in Führungsetagen der Partei auf diese Falle des politischen Establishments hereinfallen und glauben, dass sie damit eine Abgrenzung vollziehen können. Oh. Zweifelsohne sind Abgrenzungen wichtig, aber diese müssen demokratisch legitimiert in einem Parteiprogramm und letztlich unter einer einzigen wichtigen Maßgabe erfolgen, nämlich unter Beachtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, meine Damen und Herren. Wer die letzten 2 Jahre erlebt hat, in verantwortungsvoller Position als Mitglied am Wahlkampf stand, der weiß, wie es sich anfühlt, diffamiert zu werden. Der weiß, wie es sich anfühlt, Nazi genannt zu werden oder als rechts beschimpft zu werden. Aber meine Damen und Herren, diese Angst, mit der müssen wir umgehen, die müssen wir genau genommen bekämpfen. Denn wir sind angetreten mit einem großen Mut. Wir haben ein Tabu gebrochen, das es in der Politiklandschaft des Jahres 2013 gegeben hat, und wir wurden schon damals als Eurohasser und noch schlimmer als Europahasser, als Anti-Europäer und vieles mehr hingestellt. Schauen Sie sich heute die Debatte an.
Heute sind wir euroskeptisch, eurokritiker und wenn wir noch einen draufsetzen wollen, dann sind wir eurorealisten, denn die Vorhersagen, die wir getroffen haben, sind alle eingetreten. Wir sind mit der Debatte zum Euro nicht am Ende, da sind wir uns einig, aber dieses Beispiel zeigt sehr gut, wie man mit dem Vorwurf des Rechtsseins umgeht. Denn dass wir das genannt werden würden, das wissen alle diejenigen, die am 20. Januar 2013 in Hannover zusammengekommen sind, um dort den grundsätzlichen Beschluss zu fassen, eine Partei zu gründen. Wir haben damals übereinstimmend mit ca. 30 Leuten uns klargemacht, wir würden wahrscheinlich in die politisch rechte Ecke geschoben werden. Jetzt also sich darüber zu wundern, dass es passiert, ist geradezu naiv. Wenn wir also als politische Alternative für Deutschland weiterhin nicht nur Erfolg haben wollen, sondern glaubwürdig sein wollen für Bürger, die ja nun wahrlich nach politischen Alternativen suchen, dann müssen wir als erstes unseren Mut von 2013 wiederfinden, und zwar nicht nur für das Euro-Thema, sondern auch für alle anderen Themen, die wir angehen wollen. Oh. Wir müssen begreifen, dass jeder Politiker, der sich für diese Partei in die Öffentlichkeit begibt, massiven Angriffen ausgesetzt sein wird. Und wir können nichts anderes, als diese Angriffe auszuhalten. Und dieses wird leichter, wenn man nicht nur Angriffe von außen ertragen muss, es wird leichter, wenn man nicht zusätzlich Friendly Fire oder internen Angriffen ausgesetzt wird. Meine Damen und Herren, um in Deutschland etwas zu bewegen, und das gilt für jedes Land, in dem wir politische Verkrustungen beklagen, müssen diejenigen, die es tun, auch raus aus der persönlichen Wohlfühlzone, so weh es tut. Wir haben das getan und wir sollten dabei bleiben. Meine Damen und Herren, mit diesen Ausführungen möchte ich es belassen. Ich wünsche uns allen einen konstruktiven Parteitag. Ja, einen, der hart in der Sache argumentiert, auch wenn es weh tut. Die AfD, die Alternative für Deutschland, muss am Ende, soll am Ende der Gewinner dieses Parteitags sein. Das sind wir unseren Bürgern schuldig, unseren Wählern allzumal, damit Deutschland eine politische Alternative hat. Und ich möchte hinzufügen, heute geht es eben gerade nicht ums Ich, sondern ums Wir. Vielen Dank.